MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Homsi 2, Hashtag Wunsch. Wir befinden uns auf der Kaste Alem und Lauensbach, fahren das Fahrplan-Update, das es in der Homsi Webdisk gibt. Ich habe völlig vergessen, von wem es ist. Wir fahren die 852, der beliebte Ortsbus Marktscheid über Haarhausstraße. So, im Moment will noch keiner einsteigen, aber wir haben ja auch noch nicht Abfahrt. Ich weiß gar nicht, wer es sich gewünscht hat. Ich habe so viele Wünsche in letzter Zeit bekommen. Die werden jetzt so nach und nach abgefahren und veröffentlicht. Deswegen seid mir nicht böse, wenn da nicht, wenn mir nicht immer direkt einfällt, von wem die Wünsche sind. So, 49 ist Abfahrt, dann machen wir doch 47, Loading AI, ich kann das Mikrofon noch ein bisschen, so. Und dann geht das gleich los. Ich hoffe ja, dass die Leute einsteigen und dass ich das jetzt alles richtig gemacht habe. Wissen kann man das natürlich nie. So, mit will irgendwie keiner. Was steht denn da für ein College? Die SB. Und was warst du? Was warst du denn? 823. Aha. Was alles gibt. Bin ich denn an der richtigen Haltestelle überhaupt? Ja, muss ja. Oder halte ich hier? Nö. Oh, oder halte ich hier? Nö. Weil da ist auch Ortsbusmarkt. Doch, ich halte da. Dann stehe ich falsch. Dann fahren wir mal schnell rum. Ich musste jetzt erstmal gucken. Humboldt-Ufer. Nein. Route 1. Das dauert ewig lange, bis der das dann anzeigt. Ich will das hier nämlich wieder nicht anzeigen. Aber jetzt. Guten Tag. Hallo. Einmal normal, bitte. Danke. Hallo. Hallo. Und ich habe mich schon gewundert. Worüber ich mich nicht mehr wundere, ist die Tatsache, dass ich hier permanenten Haltewunsch habe. Ich weiß nicht, was die Facelifts im Moment bei mir haben, aber die wollen immer, ja, permanenter Haltewunsch halt. So, jetzt habe ich hier so einen Rückstau, dass ich hier nicht mehr rauskomme, oder was? Doch, jetzt. Jetzt darfst du vorschalten. Humboldt-Ufer. Humboldt-Ufer! Aua! Oh, das bisschen Verspätung, das kriegen wir aber gedeichselt, ne? Ach, plus 07 erst.
Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass ihr so viel wünscht. Das freut mich, finde ich gut. Habe ich ein bisschen was zu tun. Na, gucken wir mal. Heute ist Samstag. Wir haben jetzt eben noch ein bisschen, also Gerd, Nick und ich haben eben noch ein bisschen Ghost Recon Wildlands gespielt. Haben wir lange nicht mehr angerührt, das Ding. Haben wir aber nicht aufgenommen. Also wir spielen das privat für uns. Und dann dachte ich, okay, bisschen Omsi hast du noch zu tun, dann kannst du das auch mal machen. Ihr sollt ja schließlich mit euren Wünschen nicht zu kurz kommen. Ortsbusmarktschaft. Finde ich interessant. Auch sehr schön, mit dem Fahrplan-Update ist der ALX zurück. Ne, der Alheim-Laurenzbach-Express. Humboldt-Ufer stimmt aber nicht. Doch, ist nur nicht eingezeichnet. Ist in Omni-Navigation nicht eingezeichnet. Ja, wie gesagt, ich habe einen permanenten Haltewunsch. Seht ihr jetzt auch. Pass auf, Tür geht zu. Haltewunsch da. Wieso auch immer. Marco-Mannen-Straße. Die Mark... und das Rathaus Markscheid. Die Markomannenstraße. Huch! Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ja. Keiner rein, keiner raus. Dann habt ihr Pech. Ja. Die Situation ist ein bisschen verfahren, da gehen wir mal über F11. Ärgert mich, nervt mich, ne? Aber kannst ja nichts machen. Dip, 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 dip. Komm. Ach. Ja? Und wieder in den Bus springen. Ich hoffe, dass das Stauproblem aufgehoben ist. Ja, ist es. Jetzt blinkt auch der Rolli-Taster wieder. Heimatplan. Also wenn da jemand eine Lösung hat, bitte in die Kommentare. Ich verstehe nicht, wieso ich permanenten Haltewunsch habe. Das ist mir bisher aber auch nur bei den Facelifts aufgefallen. Einmal blinken. Danke. Boah! Das ist ja widerlich. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann, Mann, Mann. Nö, nicht reparieren. Sonst verlieren wir wieder Zeit, dann sind wir nur zu spät. Ja, Haltewunsch, ich verstehe das nicht. Ist mir auch egal. Wir halten ja eigentlich sowieso überall. H
Haarhausstraße. Die Haarhausstraße. So viele wollen gar nicht mit, ne? Ein toller Ortsbus, wenn keiner mitfährt. Dong! Bahnhof Markscheid. Gibt übrigens auch nur Route 1, weil es eine Ringlinie ist. Da regt sich auch niemand, der mit will. Ja, den Haltewunsch kann ich ja, wie gesagt, erstmal getrost ignorieren, weil es kann ja gar kein Haltewunsch sein, es ist ja niemand da. Königshöhe. Die 841. Ist die nicht auch neu? Ich glaube ja. Aber die Gegend hier ist nett, ne? Westerbrücke. Haben wir einen flotten Blinker, macht nichts, alles gut. Ui, jetzt können wir ein bisschen Gas geben hier. Können wir uns gleich irgendwo reinstellen, weil ich glaube, wir sind zu früh. Halleluja. Nein, aber echt geil. Also die Wünsche, das nimmt wieder richtig Fahrt auf. Finde ich schön. Wie gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, weil so größere Wünsche dann halt am Wochenende produziert werden. Deswegen nicht wundern, wenn euer Wunsch nicht sofort kommt oder verzögert. Wenn ich drunter schreibe, dass er erfüllt wird, dann wird er auch erfüllt. Sollte ich mal einen Wunsch definitiv vergessen, dann schreibt das ruhig in die Kommentare. Na, ich bin auch nicht perfekt. Ich vergesse auch mal was. Deswegen scheut euch nicht. Packt das in die Kommentare und fragt, hey, hast du meinen Wunsch vergessen? Oder so. Ich gebe dann Antwort. Es hat dann auch nichts damit zu tun, dass ihr mich nervt, weil euer Wunsch noch nicht gekommen ist, sondern das ist einfach eine ganz normale Nachfrage. Oh, oh, oh. Aufpassen. Oh. Dieser Bus hat sein Fahrziel erreicht. Bitte steigen Sie aus und nehmen Sie da, um Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt und hoffen Sie weiter, als Fahrgäste begrüßen zu können. Eine süße kleine Runde hier bei dem Bus. Bei der Linie vielmehr. Grün wäre schön.
Und da ist auch wer unterwegs. Ich glaube, der fährt auch den Ortsbus. Kalter Kaffee. Bäh. Ah ja. Ja, fahr. Komm. Oh. Dass wir jetzt ordentlich rumkommen. Geklappt. Sehr schön. Doch, die Linie fand ich ganz nett. Das war mal was Neues. Könnten uns Alheim-Laurenzbach auch noch mal so ein paar andere Linien anschauen. Wir werden uns auf jeden Fall bestimmt noch was aus dem Fahrplan-Update angucken. Vielleicht als reguläre Folge oder auch als Wunsch. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.